Heute wollen wir euch ein paar Dinge demonstrieren, die in der epischen Küche ihre Verwendung finden. Dabei werden Sie ein paar Tricks und Kniffe erfahren und vielleicht auch ein paar Beispiele sehen, wie Sie es vielleicht nicht angehen sollten. Das alles natürlich an einem Live-Rezept, dem Meatball Death Star. Wir werden nun beginnen. Wir haben schon verschiedene Zutaten im Vorhinein abgewogen. Das erleichtert natürlich die Arbeit hier im Studio. Zu Hause können Sie das natürlich nach Belieben machen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Wir beginnen nun. Dazu möchte ich Ihnen vorstellen meinen Assistenten, Herrn Laurin Neumann. Er bringt auch des Weiteren eine sehr wichtige Zutat, wie wir nun erfahren werden. Bacon. Was will man mehr? Nehmen Sie nun 1 Kilogramm Gehacktes, mischen es mit einem Ei, Salz, Pfeffer und Semmelbröseln zu einer wundervollen Masse zusammen. Achten Sie allerdings bei der Zerkleinerungs- und Mischmethode auf die Wahl des richtigen Werkzeuges. Manche Werkzeuge sind dafür nicht ganz so geeignet wie andere. Zum Beispiel handelt es sich um Hackfleisch, eignen sich wirklich die Hände oder doch ein Mixer mit Knetrührern dazu. Das Hackfleisch nun mit Salz und Pfeffer würzen und dann 2/3 dieser Masse in eine halbkugelförmige Schüssel geben. Nach Möglichkeit. Haben Sie diese nicht, eignen sich auch sehr ähnliche Formen. Dann wird es kein totes Stern, sondern möglicherweise ein totes Zylinder. Und ich finde Zylinder auch sehr angsteinflößend. Nun können Sie die Masse im Kühlschrank zwischenlagern, bis Sie sie wieder brauchen. Wir machen währenddessen mit der Soße weiter. Zerkleinern Sie nun das Gemüse und geben es anschließend in einen Topf mit kochendem Wasser. Manche Leute neigen allerdings dazu, bei den Zerkleinerungsmethoden etwas zu übertreiben. Ich empfehle deshalb Schneidebrett und Messer. Geben Sie das bereits geschnittene Gemüse in den Kochtopf und zerteilen Sie das Pancetta. Das sollte nun auf relativ hoher Stufe kochen und ich empfehle ebenfalls die Verwendung einer Dunstabzugshaube. Denn lästige Gerüche in der Küche wollen wir alle nicht. So, auch wieder beim Zerteilen des Pancettas sollten Sie auf Ihre Finger aufpassen. Genau. Ab und zu sollten Sie allerdings auch darauf achten, dass Ihre Gemüse den Kochtopf nicht anbrennt. Ich sehe es zwar nicht, aber es scheint noch alles in Ordnung zu sein. Geben Sie nun das Pancetta hinzu. Und achten Sie dabei darauf, dass der Speck gut angeröstet wird. Und anschließend fügen Sie den Knoblauch hinzu. Wenn nun das Gemüse etwas weicher geworden ist und auch der Speck eine hervorragende Kruste gebildet hat, können Sie nun etwas Tomatensauce und Tomatenmark hinzufügen. Und es sind passierte Tomaten.
Nehmen Sie nun eine Pfanne und braten Sie ein halbes Pfund Hackfleisch. Das wird, wenn es gut durchgebraten ist, zu der Soße hinzugegeben. Geben Sie nun das Gehackte in die bereits fertige Soße. Und lassen Sie das noch nach dem Umrühren bei kleiner Stufe weiterhin köcheln. Zerlassen Sie nun die Butter und geben Sie beim Zerlassen etwas Knoblauch hinzu. Mit etwas meine ich, so viel Sie nur können oder mögen. Es empfiehlt sich auch, den inneren Samen der Knoblauchzehe zu entfernen, denn danach hat man am nächsten Morgen keinen Knoblauchgeruch. Nun, wenn Sie den Knoblauch nun glasig gekocht haben, können Sie die Butter an die Seite stellen und mit dem Brot beginnen. Dieses sollten Sie in der Hälfte aufschneiden. Und danach kommt unsere Butter zum Einsatz. Nun können Sie das Brot, nachdem Sie es mit Knoblauchbutter behandelt haben, in den Ofen tun. Nun bringen wir Wasser zum Kochen und geben Ravioli hinein. Wenn es kocht. Um herauszufinden, ob die Nudeln al dente sind, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jedoch sollten Sie von Methoden wie der Wanzer-Platz-Methode lieber Abstand halten. Nun wird es ernst. Wir gießen nun die Nudeln ab. Danach wird die Soße inklusive den Nudeln in unser vorher vorbereiteten Todesstern gefüllt. Dazu kommt natürlich noch Bacon, dessen Produktion wir gleich beiwohnen. Nun kommt es zu einem sehr wichtigen und interessanten Teil. Wir formen den Todesstern aus der Hackfleischmasse. Dazu eignen sich am besten die Hände. Man kann natürlich auch Handschuhe tragen, aber die werden oft überbewertet. Der Kocher ist hier drin. Nun beginnen wir mit der Zubereitung des Bacons, des Schinkens. Sehr gut. Ausgezeichnet. Wenn Sie zu Hause in Ihren Schrank schauen, dann merken Sie vielleicht, dass Ihre Pfannen keine Kameras haben. Das ist eigentlich nur ein weiteres Detail einer Kochsendung. Auch wenn das nicht unbedingt immer der Fall sein muss. Der gebratene Schinken bildet nun die Grundlage unseres Todessterns. Natürlich über einer gewissen Schicht Hackfleisch. Darüber folgt dann die Soße, die Nudeln.
Haube. Die Haube richtig an. Er sieht jetzt aus. Darüber kommt dann etwas Käse. Viel Käse. Viel Käse. Darüber dann weiterer Schinken. Glaube ich, das macht es so schlimmer. Emerald Bacon! So, jetzt. Und wir haben eine andere, die aufgegangen ist. Schon wieder? Wo ist der Käse? Hast du den nicht da eben reingemacht? Es ist vollbracht! Und einer von euch wird den Ofen sauber machen. Muss nicht! Muss nicht! Fickt euch! Alter, wenn es jetzt tropft, ne, dann haben wir ein Problem. Ja. Hättet ihr vorher mal nur nicht so viel Hackfleisch gegessen? Also achten Sie mal im Kochen darauf, dass Sie möglichst nicht gierige Assistenten haben. Es ist auch schön, wenn jemand den Müll wegbringt. So, nun müssen wir das irgendwie auf dieses Brot bringen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie wir das machen. Es wird auseinanderfallen. Wird's nicht. So, ihr hättet das direkt ins Brot stürzen sollen. Ja, was? Jetzt nochmal kurz. Sollten Sie nun Ihr Meisterwerk zerteilen wollen, empfehlen sich meistens Messer. Gelegentlich gibt es auch andere Methoden, die sich allerdings nicht sonderlich gut eignen. Ich glaube, das wäre besser mit einem Schöpfer. Eine Schöpfkelle. Ja, innen drin ist flüssig. Habt ihr daran gedacht? Anscheinend nicht. Das wird schon. Chris, hat dein Freund eigentlich gesagt, dass er kommt? Nee, der ist am 30. Sven. Ja, die sind alle weg heute, wo es doch richtig geiles zu essen gibt hier. Kann mir jemand erklären, warum das so gut schmeckt? Weil Bacon... We'll be right back.